Mir geht es heute in der Review eher um das Fahrgefühl. Wie ist es, sie zu fahren? Willst du nicht. Wirklich nur loben, das haben sie sehr schön gemacht. Ja. Willkommen zu einem neuen Video. Einem Video, bei dem wir heute mal etwas anderes machen. Ein Video, wo wir uns heute etwas anschauen, was jetzt etwas in Benutzung war. Und zwar diese sehr schön aussehende Harley-Davidson Streetlight. Warum mache ich das? Ich bin gerade in Amerika. Vielleicht erkennt man es. Ja, gut, sieht aus wie Best Western, gibt es in Deutschland nicht. Na, daran wisst ihr es. Genau, wir sind gerade in Rapid City. Da wir jetzt halt doch schon einige Kilometer unterwegs sind, habe ich mir gedacht, ich mache noch eine Bike-Review praktisch. Da ich jetzt ja schon, sagen wir, ein bisschen Erfahrung mit dem schönen Motorrad jetzt gesammelt habe. Und nicht nur ich, sondern auch mein Vater. Und mein Bruder. Darum soll es jetzt gar nicht gehen, sondern es soll heute nur um die Harley Streetlight gehen. Was ich davon halte, was wir generell gesammelt haben, was Probleme sind, was wir gut finden. Und am Ende natürlich auch ein Fazit, zum Beispiel, ob ich das als Motorrad zum Kaufen empfehlen würde. Ja. Fangen wir an. Was ist die Harley Streetlight? Die Harley Streetlight ist ja eine typische Harley-Maschine praktisch schon. Etwas höherer Griff. Die Harley Streetlight hat 105 Horsepower auf 78 Kilowatt bei 4600 Rounds per Minute. Das ist so, was angegeben ist. Und ganz ehrlich, ich werde jetzt nicht in die Specs so komplett reingehen, mit wie viel Gewicht und sonst was. Wiegt so um die 350 Kilogramm oder sowas. Das ist was man einfach lesen kann. Mir geht es heute in der Review eher um das Fahrgefühl. Wie ist es, sie zu fahren? Wir sind jetzt halt schon 2600 Kilometer knapp gefahren. Es waren viele Pässe dabei, es waren viele Städte dabei, es war viel von allem Möglichen dabei. Auch Highway etc. pp. Und ich muss euch sagen, leider sind uns auch ein paar Sachen aufgefallen, die nicht ganz so toll sind am Ende von dieser eigentlich sehr schön gebauten Maschine. Ja. Fangen wir mit was Positivem an. Und zwar, wenn man sich hier die Lenker anschaut, dann fällt einem auf den ersten Blick schon mal auf, es ist sehr beladen. Wie praktisch wie bei einem Auto, bei einem modernen Auto, hast du ja auch Knöpfe links, Knöpfe rechts. Diese Maschine hat einen Tempomat. Und dieser Tempomat ist uns wirklich sehr positiv aufgefallen, denn er funktioniert exquisit gut. Tempomat ist recht einfach zu bedienen. An ist der Mittelding. Dann settet man ihn einmal auf die Geschwindigkeit, die ist. Das ist das runter. Und danach kannst du ihn hoch und runter stellen. Und wenn du mal dann abgebremst hast oder Kupplung gezogen hast und dann wieder auf dieselbe Geschwindigkeit möchtest, wie er als letztes eingestellt war, dann einfach einmal oben drücken oder unten für die neue Geschwindigkeit setzen. Kein Hexenwerk, wirklich sehr, sehr solide, sehr einfach konzipiert, aber er ist wirklich sehr schön, sehr zuverlässig, er bleibt in den schönen Drehzahlbereichen, sofern man richtig schaltet und daher kann ich den Tempomaten wirklich nur loben, das haben sie sehr schön gemacht. Ja. Kommen wir zum zweiten Punkt. Positiv aufgefallen ist uns allen die Sitzposition. Hier der Sitz einmal. Sitz 1 vorne, wirklich, also für einen Fahrer, schön, kann man richtig reindrücken hier. Und auch Sozi ist schön gepolstert, genauso wie die Rückenstütze für den Sozi. Und es ist alles an sich wirklich sehr schön gepolstert. Also man sitzt hier wirklich bequem. Ein kleines Manko dazu am Rande, das ist aber wirklich vermeidbar, ist das Sitzen auf dem am Rande. Kann den Arsch ein bisschen absterben lassen, wenn man falsch sitzt. Aber das lässt sich vermeiden, wenn man sich halt richtig hinsetzt. Daher nicht wirklich ein großer Manko, sondern einfach menschliches Versagen von uns wahrscheinlich gewesen. Ja. Kommen wir zur integrierten Ladefunktion. Hier tatsächlich von Stock her ist in dieser Aufbewahrungsbox hier vorne ein USB-C-Kabel verlegt. Kann man einfach ein USB-C auf USB-C-Kabel anschließen oder USB-C auf Lightning oder was man halt hat für ein Handy, was man braucht und einfach anstecken. Ein kleines Ding, es wackelt sehr in dieser Box. Das heißt, wenn euer Handy, so wie meins zum Beispiel, jetzt nicht mehr das Neueste ist und die Ladebuchse nicht mehr ganz so eng ist und nicht mehr so ganz, kann es passieren, dass das Kabel rausfliegt. Daher, das ist so ein Naja-Ding, aber das ist dann auf etwas anderes zurückzuführen, worüber wir dann später noch reden. Aber auf jeden Fall erstmal cool, dass es das gibt. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Handyhalter verbaut ist, ist es auch möglich, ein Ladekabel hier durchzulegen, also da einzuklemmen. Das geht durch, haben wir schon ausprobiert. Ja. Kommen wir zum nächsten und das beinhaltet unser Infotainment. Dafür setze ich mich mal kurz hin. Das Infotainment-System beginnt damit, dass ich erstmal sagen muss, es ist auf jeden Fall vielfältig. Man kann sehr viel machen. Es gibt die verschiedensten Einstellungen. Man kann sich aussuchen, welchen Display man haben möchte. So layoutmäßig, Sport, Tourmäßig. Das sieht dann so aus. Oder Cruise, ist schön gemacht, hat schöne Farben, man kann da auch Farben irgendwo einstellen, High Contrast. Also es gibt sehr viel, was man hier machen kann. Die Übeltäter, wenn man ein Gerät verbunden hat, dass man dann Musik drüber hören kann. Man kann Navigation aufrufen, da komme ich gleich nochmal dann später drauf zu sprechen. Man hat Favoriten, die man einführen kann. Man könnte theoretisch telefonieren, wenn ein Headset angeschlossen ist und man kann es an- und ausschalten. Also es gibt einige Sachen beim Infotainment, genauso wie bei den Fahrtinformationen hier rechts zu sehen. Kann man einiges lesen, zum Beispiel unsere Meilen, die wir bisher gefahren sind.
Das sind 1600, das sind so ungefähr 2600 Kilometer. Genauso wie das durchgehend deine Reifen gemessen werden. Also das Infotainment-System bietet auf jeden Fall viel. Ist schon mal sehr positiv. Yeah. Kommen wir zum nächsten positiven Punkt, der uns wirklich sehr gefreut hat an diesem Bike. Und das ist, wie es sich verhält beim Schalten. Man kennt es ja vielleicht bei Sportlern, auch bei meiner R7 zum Beispiel oder mein Vater kennt es von seiner BMW. Wenn man schaltet, kann es passieren, dass man halt mal ein bisschen zu früh schaltet oder ein bisschen zu spät, wodurch dann die Drehzahl sich wirklich etwas schlechter verhält. Dieses schlechtere Verhalten des Bikes spiegelt sich dann in Sprüngen wieder, spiegelt sich in extremem Abbremsen der ganzen Angelegenheit, des ganzen Motorrads wieder. Und hier muss man Harley einfach Props geben, das Hoch- und Runterschalten, sofern du nur ansatzweise im einigermaßen richtigen Drehzahlbereich bist, funktioniert smooth ohne Ende. Also da gibt es wirklich nichts dran zu meckern. Es ist schön nach oben zu schalten, es ist angenehm nach unten zu schalten. Man kann hier wirklich sagen, ja, hat Harley eine schöne Schaltung gebaut, die darauf ausgelegt ist, dass man möglichst wenig vor und zurück in deren Sitzposition sich bewegen muss. Beziehungsweise bewegt wird von dem ganzen Motorrad auch, wenn man hoch oder runter schaltet. Und ich muss echt sagen, in den ganzen 2500 Kilometern, die wir gefahren sind, mir ist es nicht einmal passiert, dass die Maschine einen Satz nach vorne gemacht hat beim Schalten. Das passiert nur, wenn man sie anlässt, im ersten Gang, keine Ahnung wieso. Muss irgendwas mit der elektrischen Kupplung oder sonst was zu tun haben, weiß ich nicht. Deswegen ist es einfach mal so dahingestellt, aber beim Schalten selber wirklich Top-Gefühl, Top-Fahrgefühl-Erlebnis. Ja. Sprechen wir kurz über das Design. Design ist ja immer so eine sehr subjektive Sache. Kann man jetzt nicht sagen, jedes Bike sieht geil aus oder dieses Bike sieht scheiße aus oder so, weil jeder hat ja seinen eigenen Geschmack. Diese Harley hat wirklich einen eigenen Charakter, aber sie ist schön stromlinienförmig, was mir dann doch wieder mehr gefällt als viele andere Harleys, die ja vor allem die mit den sehr hohen Griffen haben bei mir einfach das Problem, dass sie zu entspannt aussehen. Da finde ich tatsächlich, wenn man sich alleine von vorne die Front einmal anschaut, es ist nicht viel, aber die Harley geht leicht nach hinten und nicht nur noch komplett nach vorne. Und die Stromlinienförmige macht es schon wieder, dass es mir so diese nach hinten gebogenen Kurven, dass es mir schon wieder ein bisschen besser gefällt als andere, die gar keine Verkleidung von denen haben oder so. Aber wie gesagt, Design ist komplett subjektiv, deswegen würde ich hier jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen. Ihr könnt mich wissen lassen, wie ihr die Street Glide findet, ob euch das Design gefällt oder nicht oder ob euch andere von Harley zum Beispiel wesentlich besser gefallen. Ja. Kommen wir zu einem Thema, das sehr umstritten ist, und zwar der Auspuff. Der Auspuff ist ein wichtiges Thema auch für mich. Ich höre nämlich gern, was ich fahre. Ich sage mal so, der Auspuff ist okay. Das ist ja jetzt hier der Stock-Auspuff bei uns. Der ist nichts Besonderes. Der ist, ja, ein Harley-Stock-Auspuff. Ich hatte gehofft, der ist lauter. Bin ich euch ganz ehrlich. Hören wir uns mal an. Mal sehen, wie gut das dann auf dem Mikro ist. Hier, hört man. Einmal riechen. Aber ich kann euch sagen, wegen einer bestimmten Sache später, hört man den beim Fahren null. So viel zum Soundcheck. Mal sehen, wie gut das auf dem Mikro dann dran ist. Es ist jetzt nicht mein Lieblingsauspuff, sage ich euch ganz ehrlich, aber für Stock-Auspuff geht das fit. Was mich sehr neidisch gemacht hat, waren viele andere Harleys, die vorbeigefahren sind mit ihren Straightpipes, da die ja doch wesentlich lauter sind und wesentlich schöner klingen. Naja, was soll man tun? Es ist eine Leihmaschine, da will man jetzt auch nicht den Auspuff noch tauschen. Ja. Kommen wir zu einem kleinen Punkt, den ich vielleicht jetzt hier als Bild einblenden kann, und zwar die Doppelwippe. Ich bin selber, wenn sie nicht gefahren, aber vielleicht fahre ich sie noch die Tage, aber was ich euch sagen kann, ist der Bericht, wie es ist damit zu fahren. Es ist sehr entspannt anscheinend. Es ist anscheinend eine Umgewöhnung am Anfang, vor allem wenn man von einer normalen Kupplung kommt, dass man sich ungewöhnt auf den ganzen Doppelwippen-Schaltmechanismus, dass man mit der Ferse jetzt plötzlich runterschaltet anstatt oder hochschaltet. Die Bewegung komplett ist egal für was, hoch und runter. Scheint eine Umgewöhnung zu sein, aber eine Umgewöhnung, die funktioniert, die auch machbar ist. Daher würde ich sagen, ist es als positiv zu vermerken, auch wenn es ganz genauso funktioniert ohne Doppelwippe. Ist Geschmackssache, wie man schalten möchte. Ja. Der nächste Punkt wird sehr viele freuen, die zum Beispiel GS-Fahrer sind. Oder die ja einfach es mögen, mit großen Maschinen zu fahren oder es kennen, aus größeren Autos zu fahren. Wenn man dieses größere Auto fährt, dann ist es so, dass man plötzlich gar nicht mehr so die Geschwindigkeit bemerkt, mit der man wirklich fährt. Also ich sage mal so, in einem Mini fühlen sich 120 km/h ganz anders an als in einem SUV, meiner Meinung nach.
Und das hier ist praktisch genau dasselbe und das finde ich cool. Da die Maschine ja wesentlich größer ist als jetzt meine, also mein R7 in München zu Hause. Wenn ich da ungefähr 100 fahre, so sagen wir mal, ich habe ja jetzt keine Vergleichswerte mit 200 oder so, weil Amerika. Wenn ich hier 100 fahre, auf meiner R7 fühlt sich das ganz anders an, als wenn ich auf der hier 100 fahre. Also auf der 100 ist wirklich, oh, ich gleite dahin und ja, ich hoffe, es ist verständlich. Ist aber ein schöner Punkt, muss ich Harley lassen, das haben sie auch sehr schön hingebracht, weil man auch sagen muss, das kriegen auch andere Hersteller wie BMW oder ja auch Yamaha oder Honda mit ihren Old Wings sehr, sehr gut und schön hin. Da aber, wie gesagt, ich erhebe hier nur hervor, was uns aufgefallen ist, was wirklich schön an der ganzen Street Glide ist. Yeah. Machen wir weiter mit dem Stauraum. So, letzten Punkte, die noch wirklich gut hier dran sind. Also fangen wir an. Ich zeige euch einmal kurz, was hier drin ist. In so ein Seitending gehen zwei Lederjacken zum Beispiel. Ich habe hier jetzt ein Schloss drinnen für die, meine Motorradjacke und noch eine Lederjacke. Und wenn man das so reinpasst, presst, dann kriegt man das hier schön rein und kann dann schnell darauf zugreifen. In einer der weiteren anderen haben wir zum Beispiel auch unsere Regenklamotten für die regnerischen Tage gehabt. Oder haben wir sie immer noch drinnen, falls es nochmal regnet? Ah, Wespe. Und hier sieht man uns ein bisschen besser. Wespe, verpiss dich, Bruder. ja, mit Handschuhen, gefüllt Pulli, eine Wasserflasche, sehr wichtig für unterwegs. Und verschiedenste andere Sachen habe ich da immer wieder drinnen dann, die man halt so schnell griffbereit braucht. Was kann man jetzt noch machen? Zum Beispiel habe ich heute im Harley-Shop gesehen, gibt es für genau diese Koffer, für die Seitenkoffer, Einschübe oder Stoffbehälter, die man direkt drauf abgestimmt sind, die man reintun kann, die man bepacken kann, reintun. Und wenn man dann am Abend ins Zimmer geht, ins Hotel, Zelt, was auch immer, kann man das einfach rausziehen und ist fertig mit Auspacken. Oder man macht es halt so wie ich und wir, dass man es ein bisschen lose packt. So, was kriegt man jetzt noch alles drauf? Zum Beispiel meine trusty Gepäckrolle von Lewis. Habt ihr sicher jetzt schon im einen oder anderen Video gesehen, wie das drauf ist? Ganz entspannt hinten drauf, dann einmal durchziehen hier unten mit der Seite und ein Spanngurt. Einmal quer drüber und hält bombenfest. Hat bisher nicht einmal Faxen gemacht, schön verzurren und fertig. Jetzt ist es so, wir sind ja noch mit einem Auto unterwegs, mit dem Mustang da vorne. Deswegen war es jetzt bisher nicht nötig, dass ich noch den extra Rucksack befestige. Was aber natürlich auch geht, wenn man jetzt nur mit dem Bike unterwegs ist, dass man zum Beispiel den Rucksack nimmt, den hinten drauf schnallt und dann halt mit Gurten oder mit noch einem extra Spanngurt einfach hier hinten dran festmacht und der passt auch noch drauf. Oder wenn man ganz, ganz viel Gepäck hat, eine zweite Rolle, eine zweite Gepäcktasche irgendwie hier drauf packen und man ist gesättelt. Yeah. Kommen wir zu den Sachen, die für mich schade sind, dass die so sind, wie sie sind. Aber es sind die Sachen, die uns wirklich massiv schlecht aufgefallen sind. Ja. Einer der größten Punkte fange ich einfach gleich mit an. Und zwar das Windschild. Ich weiß nicht, ob Harley vergessen hat, was das Wort Windschild bedeutet. Aber dieses Windschild ist kein Windschild. Das ist ein Windaufwirbler. Vor allem auch dieses Technologie, wie auch immer, dieses hier drin, diese Lüftung oder so. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Bei BMW funktioniert es so gut mit größeren Windschilden, dass man da eine ruhige Fahrt hat. Bei Goldwing funktioniert das super, dass man eine ruhige Fahrt hat. Bei anderen Harleys funktioniert das gut. Aber aus irgendeinem Grund haben sie sich gedacht, egal was wir machen, verscheißen wir erstmal auf das Windschild, machen das winzig und wir konstruieren es so, dass über dem Windschild, genau da, wo so der Kopf von dem Rider ist, also hier so, ein Wirbel entsteht, der unglaublich, und zwar wirklich unglaublich laut ist. Es ist erstaunlich, wir haben rausgefunden, wenn man sich hinstellt, pass auf, wenn man sich so hinstellt, einfach auf die Fußstützen und so fährt, mit Tempomat oder mit der rechten Hand Gas gibt, es ist leiser. Wirklich, wenn man im knallvollen Wind steht, ist es leiser, als wenn man unter diesem Windschild sitzt. Und das ist eine Fehlkonstruktion. Meiner Meinung nach. Ob da jetzt irgendwer das dagegen sagt, ich möchte hier niemanden angreifen mit Harleys oder sonst was. Ich sage nur, es ist unglaublich laut, es ist unangenehm zu fahren. Man hält es durch für 2 Wochen, keine Frage. Aber es wäre für mich erstmal schon mal der erste Dealbreaker, warum ich niemals diese Maschine mir selber kaufen würde. Ja. Punkt 2. Höhere Geschwindigkeiten. Und mit höher meine ich jetzt halt Geschwindigkeiten ab 85, 90 Meilen per Hour. Also da sind wir so in um die 150, 140, 150, 160 Kilometer pro Stunde, glaube ich. Ab da fängt der Lenker an zu schlingern. Also der bewegt sich links, rechts, 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 was die Absturzgefahr dann erhöht. Also meiner Meinung nach auch schon mal schlecht, vor allem wenn man an Deutschland denkt. Amerika, tatsächlich wäre das jetzt kein Ding für mich, weil das schnellste, was wir gefahren sind, 85 oder 80 erlaubt. Das war das schnellste, was wir gefahren sind.
Und hier gibt es auch nichts Schnelleres. Mehr gibt es einfach nicht. Deswegen da jetzt in Amerika nicht so das Ding, aber Deutschland, weißt du eh, da gibt es schöne, schnelle Straßen, da gibt es die Autobahn mit ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Und da willst du einfach nicht, dass der auf der Autobahn anfängt, das Motorrad so zu machen. Willst du nicht. Ja. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ein Punkt, der jetzt nicht unbedingt das Fahrgefühl angeht, aber das komplette Besitzgefühl, nenne ich es mal. Alles, was Plastik ist. Es fühlt sich, tut mir leid für Harley, das sagen zu müssen, aber es fühlt sich irgendwie alles billig an. Und das Schlimmste kommt erst noch, wenn man sich die Schlösser anschaut. Diese Schlösser. Hiermit mache ich meine Lenkradsperre rein und schließe ich meine Koffer auf. Und ich bin euch ganz ehrlich, dieses Schloss da vorne und auch diese Schlösser hier, die ja über einen Zug hier rüber gehen, die fühlen sich nicht so an, als ob die viel aus. Wenn man das da absperrt, kannst du immer machen, so, ist erstmal schon ein Gefusel. Und dann ist es zwar zu, aber es fühlt sich so an, als ob wenn man da jetzt mit genug Karacho einfach nur runterreißt, dass das einfach rausspringt. Genau dasselbe bei dem, wenn das zu ist, dass wenn man hier mit genug Karacho dran zieht, dass auch der Schloss einfach aufgeht. Ich verstehe nicht, warum sich Harley gedacht hat, wir machen zwar ein Keyless Go, also sprich, ich muss jetzt, den habe ich halt einfach in der Hosentasche und dann fährt das Ding und startet die Maschine. Wir machen Keyless Go, aber die Schlösser, die wir verarbeiten, ja, die lassen wir mal, wie als ob sie, keine Ahnung, auf einer 125er von vor 15 Jahren drauf sind. So fühlt sich's an. Vielleicht gab es eine rationale Entscheidung für diese Schlösser. Ich vermute nicht, vor allem nicht bei einem Preis von $26.000. Da würde ich schon ein Schloss erwarten, was ein bisschen besser ist, wie zum Beispiel die von der Vermietung mitgegebenen. Haben dann so einen Schlüssel und das ist ja dann Scheibenschloss für die Bremsscheibe. Aber ja, sagen so viel zur Verarbeitung gesagt, ich finde sie etwas grenzwertig schlecht. Ja. Ein großer Punkt für mich, Musik. Ich liebe es, Musik zu hören. Wenn ich nicht aufnehme und ich einfach nur fahre, alleine fahre, ohne irgendwem Sena oder auch bei längeren Fahrten mit Leuten im Sena irgendwann, mache ich einfach mal Sena aus und fange an, Musik zu hören. Oder ich höre auch mal währenddessen Musik, wenn ich nicht gerade aufnehme. Und ich habe mich echt gefreut, weil klar, bei meiner R7 kann ich nur über Sena Musik hören, weil da sind keine Lautsprecher in der Maschine. Die hat nicht sehr viel drin, was ja auch völlig okay ist. Dafür habe ich Sena. Aber wo wir diese Maschine bekommen haben vom Vermietung, hatte ich sehr große Hoffnungen. Denn wie ihr seht, die hat zwei doch ganz große Lautsprecher hier, rechts und links. Jetzt kommt der Clou. Diese Lautsprecher hörst du auf maximaler Lautstärke. Maximal bei 45 Meilen pro Stunde per Hour. Hört das auf. Vielleicht hörst du sie gerade noch so bei einem sehr, sehr lauten Lied bei vielleicht noch 50 Miles per Hour. Und danach hörst du einfach keine Musik mehr. Sprich, wenn du auf dem Highway fährst, wofür diese Maschinen wirklich, glaube ich, sogar halbwegs gedacht sind, du hörst die Musik durch diese Lautsprecher nicht. Du musst wieder auf Sena schalten. Und da, finde ich, haben sie wirklich einen Griff ins Klo gemacht, was die Lautstärke angeht. Ich weiß aus Erfahrung, zum Beispiel BMW hat schon vor 10 Jahren oder 11 Jahren inzwischen Maschinen rausgebracht, wo Lautsprecher verbaut sind, die so laut sind, dass du selbst bei 200 oder bis zu 190 hast noch Musik oder Radio oder andere Sachen klar und deutlich hören kannst. Hier wird es nicht mehr geschafft ab, was sind es ungefähr, 70 km/h oder so, ab da hörst du nichts mehr. Und das ist wirklich traurig. Noch dazu kommt nicht nur die Qualität der Lautsprecher, dass die so leise sind, sondern da kommen wir wieder zu dem ersten Punkt, den ich gesagt habe, das Windschild. Dadurch, dass der Wind in deinem Kopf so unglaublich laut ist, durch diesen Wirbel, der entsteht, hilft es natürlich nicht dabei, dass du die Lautsprecher besser hörst. Vielleicht hilft es, funktioniert es, wenn man keinen Helm trägt oder so. Wer weiß. Ich werde nicht ohne Helm fahren, um das auszutesten. Aber mit Helm fahren, einfach traurig. Ja. Wenden wir uns einem anderen Teil zu. Einem Teil, das wir jetzt bisher noch nicht angeschaut haben. Und das ist der Seitenständer. Hier ist er draußen. Ich mache mal rein und raus. Hier sieht man es. Drinnen. Und wieder draußen. Und wenn ihr euch den genau anschaut. Ganz genau. Der sieht ultra dünn aus. Und wenn man es jetzt abstellt. Seht ihr das? Der biegt sich mit. Der biegt sich mit deiner Maschine mit, wenn du sie draufstellst. Scheint alles zu funktionieren. Wie gesagt, ich fahre die jetzt gerade so mal 2 Wochen. Aber mir wäre das persönlich... Ich weiß nicht, ob das Standard ist bei Harley. Wahrscheinlich schon. Aber dass sich der Seitenständer biegt, wenn man die Maschine draufstellt, finde ich sehr, sehr, sehr unsicher. Zweiter Punkt, was wir alle nicht geil finden, was eine Riesenumgewöhnung jetzt war, dass dieser Seitenständer den Motor nicht ausmacht. Der Motor kann laufen, wenn der Seitenständer draußen ist. Du kannst den Seitenständer rausmachen, wenn der Motor läuft oder der Motor bleibt an. Und das hat eventuell in der Umstellung zu so der einen oder anderen Verwirrung geführt und auch zu dem einen oder anderen Motorrad, was dann plötzlich ausgegangen ist. Wenn man die Kupplung loslässt und boom, es macht. Ist noch Geschmackssache, kann man sich sicher dran gewöhnen. Ich persönlich finde es nicht so geil. Ich finde es gut, wenn man den Seitenständer runter macht, geht die Maschine aus. Wenn der Seitenständer unten ist und man im ersten Gang starten will, passiert nichts. Finde ich eine gute Sache, dass das bei uns so ist. Bei BMW, bei Yamaha, bei Honda, bei, weiß ich nicht, Kawasaki. Bei den ganzen Marken, die man so fährt. Wenn ihr euch eine kauft, müsst ihr drauf gefasst sein. Ja.
Wir haben uns ja schon die linke Seite vom Handlebrett angeschaut, wo unser Tempomat drauf war. Schauen wir uns mal die rechte Seite an. Jetzt ist es nämlich so, die Maschine hat wie ein paar 125er oder auch die TB1000R, die mein Cousin hier fährt, hat ihren Start und Stopp und Not aus am selben Hebel. Und das ist der hier. Jetzt geht die Zündung an, ja, bin im Leergang. Jetzt geht sie an, wenn man hier drauf drückt. Und wenn ich wieder drauf drücke, geht sie komplett aus. Zwei Punkte. Einmal, ich finde es nicht geil, dass es nur komplett aus, aber nicht Motor aus, aber Zündung angeht. Geschmackssache wahrscheinlich auch wieder, aber ich finde es gut, wenn die Maschine anbleiben kann, die Zündung anbleiben kann, selbst wenn ich den Motor ausmache. Ist einfach eine Sache, die bei mir so ist, die mir gefällt von meiner Maschine her. Andere Sache, die Lage. Okay, es ist eine Umstellung. Blinker sind links und rechts. Rechts blinken ist auf der rechten Seite, links blinken ist auf der linken. Okay, kann man so machen von mir aus. Finde die Lage nur ein bisschen schwierig, weil hier ist der Anschalter beim vielen anderen Maschinen, die ich kenne, oder hier, aber nicht hier. Trotzdem, was die Lage hier auch sehr schwer macht, ist das Hingreifen, vor allem mit Handschuhen, kann sehr, sehr oft dazu führen, dass man aus Versehen auf diesen Schalter kommt und während dem Fahren dann der Motor ausgeht, beziehungsweise das Motorrad nicht mehr zieht. Dann fragt man sich, hä, was ist los? Dann steht da auf dem Display Motor aus. Und ich so, scheiße, was ist denn jetzt passiert? Bis du drauf kommst, ah fuck, ich bin aus Versehen auf den Ausschalter gegangen. Hätten sie eine bessere Position wählen können? Ja. Funktioniert es mit der Position? Ja. Ist es dadurch komplizierter, als es sein müsste? Ja. Kann man jetzt von halten, was man will. Ja. Widmen wir uns noch kurz der Aufbewahrungsschale hier vorne drinnen. Ich habe ja schon gezeigt, in der Aufbewahrungsschale ist ein USB-C-Ladeding mit der Batterie verbunden ist. Finde ich gut. Erstmal so, finde ich. Was ich schlecht finde, ist, wie sehr sich die bewegt. Also ihr seht, die ist nicht wirklich fest da drinnen. Dadurch, wie ich erwähnt habe, wenn das Handy jetzt nicht den perfekten Zusammenhalt halt am unteren, am Ladekabel hat, dann rutscht das Ladekabel halt leider während der Fahrt raus. Vor allem, wenn man mehr als 10 fährt. Und ja, kannst das Laden einfach vergessen während dem Fahren da drinnen. Weil das Handy halt auch viel vibriert. Und Punkt 2 ist, sobald diese Ladeklappe ein bisschen beladen ist, ich weiß nicht, ob der Vorverführungseffekt nicht funktioniert. So ist es leer, lege ich mein Handy rein, funktioniert natürlich nicht. Aber ich sage euch, ihr werdet es in anderen Videos sehen, wo ich fahre. Ich werde oftmals versuchen, hier wahrscheinlich aufzumachen und es wird nicht gehen. Wenn ihr die schaut, achtet einfach ein bisschen drauf. Das wird nicht von alleine aufgehen. Vielleicht ist es dann beim Fahren und teilweise habe ich halt auch noch Kabel da drin gehabt und sonst was. Pass und keine Ahnung, was man halt so braucht hier für Nationalparks etc. Und dann ging die nicht mehr auf und dann saß ich da und da muss man unten rein, also man muss halt den Knopf drücken, unten rein und ziehen. Und es ist viel Aufwand dafür, dass man nur eine Aufbewahrungsbox erreichen möchte. Daher verstehe ich auch, dass im Harley-Shop zum Beispiel Aufbewahrungsboxen verkauft werden, die man sich dann dran machen kann, die mit Magnet funktionieren, die dann leichter erreichbar sind, leichter zu bedienen, die Federn sind oder sonst was. Ja. Und nun zu dem wahrscheinlich nervigsten Teil nach der Windschutzscheibe. Das Infotainment-System. Ich habe ja schon erwähnt, es gibt viel, was man drin machen kann. Aber leider ist viel nicht immer auch gut, muss ich leider sagen. Soll ich euch mal zeigen, wie lange es dauert, bis das System komplett hochgefahren ist. Fangen wir an. Das, meine Freunde, waren, glaube ich, 37 oder 47 Sekunden. Ich bin mir gerade nicht sicher. Und das nur, damit Ride-Info geladen wird und das Infotainment hier links gestartet wird, wo du dann auswählen kannst zwischen Maps und so. Und das ist echt lang. Und die Sache ist, das Ganze ist, wenn du neu startest und die nicht vorher an war, ist das nicht schneller, nur weil du eine Motor anmachst. Das ist immer erstmal, wenn es länger nicht an war, und mit länger meine ich so 5 Minuten, dauert das so lange. Und das ist zu lang. Ich finde das viel zu lang, um darauf zu warten, dass ich dann meine Musik abspielen kann, auf Karten gehen kann, einen Anruf tätigen oder ein paar Einstellungen machen kann. Das sollte schneller gehen. Bisschen bessere Chips, Mensch. Kommen wir zum großen Steckenpferd. Die Navigation. Ich hatte dieses Bike 3 Tage lang und da hat es das erste Mal angefangen, dass ich einfach keine Navigation mehr hatte. Da war es plötzlich irgendwo stehen geblieben, wo ein Hotel war von uns. Hat sich nicht mehr bewegt, hat sich nicht bewegt während Fahren, hat sich nicht bewegt und stehen bleiben, hat sich gar nichts. Was ich dann gemacht habe, habe ich gedacht, ja okay, dann mache ich jetzt so ein Factory Reset, so ein Privacy Reset, dass alles gelöscht wird. Glaubt mir, es hat genau 10 Minuten gehalten. Dann war ich hier. Und mit hier meine ich nicht irgendein Hotel von uns. Nein, ich meine 40 Stunden entfernt von Rapid City. In keine Ahnung welcher Stadt, bei einer Urban Street. Und das Ganze befindet sich bei Alaska. Und ich sage euch eins, wir waren nicht einmal in der Nähe hier oben. Wir befinden uns die ganze Zeit irgendwo hier so. Aber hier oben, da waren wir nicht ein einziges Mal. Und es funktioniert auch nicht, dass ich, das macht einfach gar nichts. Man kann fahren, es passiert nichts, man kann nicht fahren, es passiert nichts. Ich weiß nicht, ob das ein Einzelfall ist. Ich weiß nur, es fuckt ab. Und vor allem, wenn man sich alleine eine Maschine mietet und man
jetzt keine Handyhalterung dabei hat, um dann übers Handy zu navigieren, so wirklich, ist das scheiße. Und noch besser ist es, wenn man dran denkt, dass diese Maschine 26.000 kostet. Und dann funktioniert nicht mal der Navi richtig. Finde ich, geht einfach nicht. Das sollten Sie schnellstmöglich verbessern, dass da nichts passieren kann. Genauso wie Musik. Ich sage mal, in den 11 Tagen bisher ging bei mir die Musik ungefähr dreimal nicht an, was noch okay ist, auch wenn ich es nicht verstehe, wie das überhaupt passieren kann. Noch besser ist es, wenn man dann sich anhört, wie oft mein Vater keine Musik abspielen konnte über die Lautsprecher, selbst wenn man es dann irgendwann nicht mehr hören kann bei einer gewissen Geschwindigkeit. Der konnte entspannte 15 Mal keine Musik an, obwohl alles verbunden war. Ja, auch ein Fehler, der vermeidbar ist, wenn man so sagen kann. Ja. Mein Fazit zu diesem Motorrad. Es ist schön. Es hat wirklich schöne Ansätze, was Gepäck und so Transport angeht. Gute Lösungen, coole Lösungen, genug Platz. Wirklich, da ist nichts zu meckern. Aber es hat fundamentale Probleme, die ich bei 26.000 Dollar zahlen. Also knapp 23.000 sonst was. Umgerechnet, keine Ahnung, wie viel es dann wirklich jetzt beim Händler kosten würde in Deutschland. Wahrscheinlich nochmal mehr. Die ich bei diesem Geldbetrag einfach nicht einsehen würde. Also in keinem Fall der Fälle würde ich bei so einem Geldbetrag einsehen, dass mein Windschild mir einen Kopfweh verursachenden, und zwar wirklich stark Kopfweh verursachenden Wirbel erzeugt, wodurch ich nach, sagen wir, 3 Stunden Fahrt so derbe das Gehör am Arsch ist, dass man erstmal so mindestens 15 bis 25, 30, 40 Minuten braucht, wo einfach mal ein bisschen nichts ist, dass man darauf klarkommt. Ist einfach ein fundamentaler Fehler für mich. Für die 2 Wochen jetzt war es eine schöne Maschine dann am Ende des Tages. Es hat funktioniert, es hatte seine Probleme, es hatte seine Fehler, aber es war machbar. Aber wie gesagt, ich kann hier keinen guten Wissens eine Kaufempfehlung für die Harley Street Slide aussprechen, weil es gibt einfach im Fahrgefühl diese bestimmten Probleme, die das so unerträglich machen, dass man wirklich froh ist, am Ende abzusteigen. Und das war ich bisher noch bei keinem Bike wirklich. Ich war froh teilweise abzusteigen. Das war dann aber, weil ich 8 Stunden drauf saß, in Sportlerhaltung und mir halt dann irgendwann der Rücken oder so ein bisschen wehgetan hat. Aber hier ist es nicht der Rücken, hier ist es nicht der Arsch. Das haben sie eigentlich wirklich gut hingekriegt. Hier ist es der Kopf. Und wenn der Kopf dann am Arsch ist, wegen Geräuschen, wegen zu laut, wegen Konstruktionsfehlern oder die Sache mit der Musik nicht funktioniert, wenn man mal Musik hören möchte beim Fahren, oder das Infotainment plötzlich dir nicht mehr die Route anzeigen kann oder du alle paar Minuten auf den Ausschaltknopf kommst, nur weil du dich am Kopf kratzt, dann muss ich sagen, nee, sorry, kann ich leider keine Kaufempfehlung mehr dafür aussprechen. Das ist mir dann doch zu viel. Sprich, alles in allem für Mieten, keine Frage. Ist ein tolles Bike, ist eine schöne Erfahrung. Für Kaufen, klares Nein. Meine Hoffnung für Harley ist einfach nur, dass andere Bikes von denen diese Mankos, die diese Maschine hat, nicht hat. Ich kann es leider nicht testen. Wir haben nur diese eine Maschine mal 3 zur Verfügung gekriegt. Daher konnte ich keine verschiedenen testen. Aber mit der Streetlight werde ich wahrscheinlich nach diesem Urlaub keine weiteren Berührungspunkte mehr haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr vielleicht ein bisschen was mitnehmen konntet aus dem Video, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao.